sie hört mich nicht, sie sieht mich nicht. Ich stehe einen knappen Meter neben ihr. Eine ganz zufriedene kleine Hufeisennatter. Ganz frisch gehäutet, schafft sich hier am Kompostklo. Sie muss sehr genau tarieren, genau wie ich, der ich gerade ein bisschen ungeschickt stehe. Das Ganze wird natürlich auch ein bisschen überstrahlt durch die starke Sonne, die draußen ist. Mich freut natürlich, dass es mal wieder eine Schlange hat. Eine ganze Zeit lang waren die Schlangen sehr selten. Und jetzt sitzen sie hinter diesen bemerkenswerten Holzgemälden oder Acrylgemälden auf Holz. Und man sieht natürlich auch, dass dieses Kompostklo ein bisschen saniert werden will. Hier gibt es Stellen am Holz, da will das Holz einfach ersetzt werden. Jetzt ist sie wieder da, jetzt guckt sie da heraus. Sehen, was die kleine Kamera hier leistet. Das ist ja nur das Handy. Sie schaut einmal herab, wie jemand, der Urlaub in den Alpen macht und aus dem Balkon guckt. Die Tatsache, dass die Käfer das so schön aufgelöst haben, das Holz, bringt natürlich Hufeisi auch dazu, sehr gut hier klettern zu können. Und wenn sie denn gelegentlich mal einen Käfer frisst, dann verlängert sie sogar das Leben dieser für die Bereicherung des Grundes eingerichteten Kompostkloanlage. Besser kann sie sich hier eigentlich kaum sonnen. Dieses Tier ist doch ziemlich unverfroren. Die wunderbare Zeichnung einer Hufeisennatter ist jetzt unverkennbar. Hufeisennattern können außerordentlich gut klettern. Ich sah schon, wie sie problemlos eine raue Hauswand hochgeht oder ebenso auch in einer Korkeiche hochklettert. Und dann da oben entweder kleine Singvögel frisst, wenn sie sie erreichen kann. Aber sie ist ja so getarnt, wenn wir sie nicht durch Zufall entdeckt hätten, dann würde sie hier sitzen. Und sie lässt sich ja auch von mir überhaupt nicht irritieren. Der Abstand der Kamera zu diesem kleinen Tier ist also nicht viel größer als 80 cm. Na, die hat ihren Körper im Griff. Ne? Die macht auf ihre Weise ihr ganzes Leben lang Tai Chi. So was etwas, was wir auch tun sollten. Warum wir so unvernünftig sind und es nicht jeden Tag tun, kann ich euch nicht erklären. Hufeisi möge hier ihr Leben weiterbringen. Und ich will doch mal gerade hier runter gucken ins Gelände. Da liegt Brennholz. Es
zur Riedfelsenmatte im südlichen Alentejo. Ihr könnt das ja auch mal zu Hause machen. Ihr klettert einfach mal über euch selbst weg, ja? Also, frohe Zeit mit Blick auf Maulbeerbaum und Tangerine.